Hallo Freunde, heute ist wieder Montag auf Vivo Entertainment. Der Michi hat keine Zeit, deswegen macht das heute wieder Marie. Und ich stelle euch heute einen Film vor, der mich eigentlich meine ganze Kindheit über begleitet hat und der auch mit Grund dafür ist, dass ich ein riesen Bigfoot-Fan bin. Genauso wie der Jack Daniels 019. Wir sind der Überzeugung, Bigfoot und Yeti sind irgendwo da draußen und irgendwann werden sie entdeckt werden und berühmt werden. Und dann freuen wir uns natürlich. Der Film, von dem ich spreche, natürlich Bigfoot und die Hendersons, wobei er damals in den 80ern, kurze Unterbrechung, der ist rausgekommen, 19... Scheiße, ich lasse es da einblenden, es ist irgendwo Mitte der 80er ist da rausgekommen. Hat da Harry und die Hendersons geheißen. Und ich glaube nur in Großbritannien Bigfoot und die Hendersons, jetzt habe ich zwar keine Ahnung, warum dann die DVD bei uns auch Bigfoot und die Hendersons heißt. Ist aber komplett scheißegal, es geht ja schließlich um den Film. Der ist echt nach langer Zeit einmal auf DVD erschienen, und zwar erst voriges Jahr, von MIG, der Cinema Finest Collection, in so einem ulkigen Wendecover, mit einem Haufen Bonusmaterial drauf, Making-of, Featurette, Trailer, Audiokommentar, Bildergalerie. Jetzt werdet ihr denken, Bigfoot-Film ist ein Schwachsinn. Ja, ihr habt vielleicht recht, von, sagen wir mal, die schätzen wir die 10 Bigfoot-Filme, die es weltweit gibt, sind 5 davon Kinderfilme, die nachmittags auf RTL 2 rennen und da ziemlich Blödsinn sind. 4 davon sind Horrorfilme, von denen einer beschissener als der andere ist. Und der letzte und schließlich beste ist der mit dem John Lithgow und dem Kevin Peter Hall als Harry. Kevin Peter Hall, der unter der Maske vom Harry steckt, den kennt ihr alle von Predator, ist leider schon verstorben. Wie gesagt, der hat Predator 1 und Predator 2 gespielt. Und der hat im selben Jahr, wie Predator 1 rausgekommen ist, hat er eben den Harry noch gespielt. Also zwei komplett verschiedene Rollen, beide natürlich super. Der John Lithgow spielt noch mit, der spielt den Vater dieser Familie, die in Seattle wohnen und hoch in den Norden fahren, in den Wald campen, und am Hauseweg fahren sie dann halt den Harry an. Zuerst denken sie natürlich, ja, dürfte ein Bär sein oder was, ziehen wir von der Straße, und bis sie dann drauf kommen, das dürfte der legendäre Bigfoot sein, den nehmen wir mit nach Haus. Sie schnallen sie aufs Auto doch, fahren mit nach Hause und das Chaos ist vorprogrammiert. Eigentlich ist es eine ziemlich einfache Familienkomödie, verflucht lustig, bisschen traurig, so wie alle Familienkomödien. Das Ende ist zum Rotz und Wasser blären. Wirklich, also da hat man als Kind schon geheult, da heult man noch als Erwachsener. Super das Ende. Wie gesagt, es gibt da zwei so Parteien. Die eine Partei ist die Familie, die den Harry behalten will. Und dann gibt es so einen Typen, oder eigentlich zwei Typen. Das waren Partner in der Vergangenheit, Bigfoot, ja, Forscher, Sucher, sowas in der Richtung, von denen es ja heute zigtausende davon gibt. Einer davon hat den Job an den Nagel gehängt, der glaubt einfach nicht mehr daran, dass sie den Bigfoot entdecken, und der führt jetzt so ein Bigfoot-Souvenirladen am Highway irgendwo, und der andere ist so ein Franzose, der immer noch verbissen dahinter ist und den Bigfoot mit allen Mitteln jagt und ihn im Grunde als Trophäe bei sich an die Wand hängen will. Das ist dann so der sogenannte eigentlich der Antagonisten im Film. Ja, und die wollen halt den Harry beschützen. Zuerst bei denen zu Hause. Lustige, irrsinnig lustige Szenen dabei. Da kann ich jedem nur ans Herz legen, die Masken vom Harry, also der Harry ist, der Kevin Peter Hall ist ungefähr 2,30 Meter oder was. Dann ist der Harry, sagen wir, 2,70 Meter. Das ganze Kostüm hat der Rick Baker gestaltet, der schon, was weiß ich, der macht bis heute, ist er in jedem namhaften Hollywood-Film, wo Masken zum Vorschein kommen, ist er der Maskenbildner. Der hat schon damals beim Original Star Wars 77 mitgemacht. Macht das auch heute noch super, und der hat er damals den Job von Harry übernommen. Wie gesagt, der Kevin Peter Hall steckt drunter. Die Masken ist teilweise Animatronics. Also ferngesteuert, und zwar sind es die Lippen und die Augenbrauen, das wird da super im Featurette erklärt, oder Making-of in eins von den Baden, also da sitzt ja hinten ziemlich genug Bonusmaterial drauf.
Die Augen selber sind richtig vom Kevin Peter Hall und der macht das Sache super. So viele Gesichtsausdrücke, wie er drauf hat. Und er hat da am Set, das sieht man im Making-of, hat er nicht als sich selbst agiert, sondern immer als Harry. Das heißt, wenn ihm der Regisseur irgendwas gesagt hat, hat er halt, wie halt das auf Bigfoot heute reagieren würde. Ja, ein super Film, echt super Komödie. Holt euch das einmal, wenn ihr den noch nicht gesehen habt. Der Film war damals relativ erfolgreich, da ist dann nachher so eine Fernsehserie entstanden, die hat aber glaube ich nur 3 Staffeln gehalten, das war Anfang der 90er mal. Spielt keiner der Schauspieler mal mit, wobei in den ersten paar Folgen hat der Kevin Peter Hall noch mitgespielt als Harry. Ist aber dann leider an Krebs verstorben. Ich glaube es war Krebs. Und dann ist der Harry von 2 oder 3 weiteren Darstellern gespielt worden, die aber einfach nicht mehr denselben Effekt gehabt haben. Und dann ist die Serie eingestampft worden. Ja, also ich glaube eher an den Bigfoot, als dass die Amis 69 am Mond gelandet sind. Also jeder, eben das seine. Es ist einfach ein Film, der ist richtig was fürs Herz und das braucht man in der heutigen bösen Zeit noch, oder? Haben wir noch ein bisschen Zeit? Jawohl. Ja, das war Harry und die Hendersons. Beziehungsweise Bigfoot und Henderson, der Großfuß, der Sasquatch ist unter uns. Legt ihr das zu, gibt's dem Film eine Chance. Er ist echt irrsinnig witzig. Ein Haufen super Szenen. Man kann den Film auf Englisch mittlerweile auf YouTube anschauen. Ist glaube ich in 10 Teile hochgeladen worden. Von irgendeinem so Arschloch. Aber von diesem Arschloch habe ich mir eine Szene geklaut, die mir von Kind immer in Erinnerung geblieben ist, die mich heute immer noch zum Lachen bringt und die hau jetzt das Ende noch rein, weil Trailer finde ich keinen gescheiten davon. Ja. Harry und die Hendersons. Schöne Woche noch. Das war ich am Montag. Bis dann. So easy. I think he likes it here. What do you mean?